Willkommen zu Electronic Superjoy. Ich habe eben noch die Lautstärke runtergestellt, da ich wieder befürchtet habe, dass es mich übertönen wird, was auch bestätigt ist. Mein Gott, was ist das für ein Anfang? So. Warnung. Es könnte Anfälle verursachen, Bewegungskrankheit, keine Ahnung, also dass man halt irgendwie sowas wie epileptische Anfälle, Tonnen von grober Sprache, pixelig dargestellte Gewalt und Mörderei, sexueller Content und Blasphemie, also das quasi Verhunzen von Religion. So, achso, okay, dann werde ich mal ganz kurz alles löschen, damit wir von vorne anfangen können. Kann man das nicht überspringen? Ah, okay. So. Welt 1. Denn ich habe gestern festgestellt, dass es sehr schwer werden wird. Du hast einen Arm verloren in den Disco-Kriegen von 1515. Du hast ein Auge verloren in dem Krieg des Rock'n'Roll. Du hast beide Beine oder Knie verloren, indem du DJ Deadly Skills besiegt hast, und du hast deinen gesamten Arsch verloren an einen bösen Zauberer. Das ist die Story deiner Quest, um Rache für deinen Arsch zu bekommen. Also ihr seht, das Spiel ist ein bisschen anders als was ich sonst bisher gespielt habe. Man bewegt sich mit links und rechts. Aber die Steuerung scheint nicht irgendwie wackelig, weil ich jetzt die... Ich habe die FPS-Zahl runtergedreht. Und ich habe derzeit 150 FPS zum Aufnehmen. Ich hoffe, das wird nicht den Speicher sehr schnell füllen. So, mit Z springt man. Die Checkpoint-Geräusche sind sehr schön. Willkommen. Wir haben gewartet auf dich. Wie immer. Springen ist Spaß. Wir mögen dich. Du bist groovy. Oh yeah. Wir haben etwas, ein Geschenk für dich. Ein Schutz oder eine Waffe. Springe und drücke X, um zu smashen. Ups, das war ein wenig zu früh. Ich hoffe nur, dass die lauten Checkpoint-Geräusche mich nicht übertönen. Warte, kannst du das hören? Oh nein. Ich glaube, er ist schon wieder krank oder wütend. Du solltest gehen. Bitte geh. Bye. Das hier soll kein Let's Play werden, da ich gestern schon gesehen habe, dass ich sehr früh an meine Grenzen komme. Dude. Schöner Tag. Da ich nur bestimmte Stellen zeigen werde, vielleicht wenn ich mal wieder weiterkomme. Denn dieses Spiel ist definitiv zu schwer für mich, um es zu Let's Playen. Hier kommt es. Tritt uns bei, oh yeah, tanze Groovy. Ich finde die Levelgestaltung sehr schön mit den Bäumen. Meine einzige Befürchtung ist gerade, dass man mich nicht versteht, also ist alles in Ordnung. Denk daran, X um zu smashen. Wir werden mal so weit spielen, wie ich gestern gekommen bin. Oh, jetzt geht die FPS-Zahl schon auf 90 runter. Eventuell, weil das Spiel jetzt begreift, dass es sehr viel Speicher wegnimmt. Also ich mag die Musik allgemein und das alles. So, jetzt haben wir ein Scrolling-Level. Ich hab's halt genau wie Edna und Harveys neue Augen gestern Abend erst installiert, weil ich nicht mehr wusste, was ich noch tun soll. Und da dachte ich, dass ich das nochmal mache. Und ich bin definitiv mal weitergekommen. Oh, R für schnellen Respawn. So, die Pfeile lösen sich automatisch aus. Und ich habe festgestellt, also, dass es mir doch sehr schwer fällt. Vor allem hoffe ich, dass ich schnell bis zu dem Punkt komme, an dem ich das euch zeigen kann.
Oh, verdammt. Oh, yeah. Ich finde das auch schön, wie er so einen Strich hinter sich lang zieht. So. Ziel! These walls are sticky. Also kann man daran, wenn man mehrfach springt, hoch. Das ist ein sehr verwirrendes Level. Alle mit Epilepsiegefahr bitte abschalten. Schön ist, dass ich jetzt wenigstens die Level wieder in Erinnerung habe. Das heißt, ich fehle nicht so häufig wie beim letzten Mal. So, hier weiß ich auch, dass alle Wege mich irgendwo hinbringen, wo ich dann wieder hier starten werde, außer der zweite von oben. Der ist richtig. So, die Sterne sind so Bonus-Sachen, die man einsammeln kann. Oh, yeah. Oh, das war gerade sehr knapp. Okay. Gut. Ah, ich kann den Screen also beeinflussen, das wusste ich auch nicht. Oh, verdammt. Ja, der Laser ist aber gerade ungünstig platziert. Okay. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen negativ. Okay. Also irgendwie ist es gerade nicht wirklich machbar. Also so rum könnte ich jetzt lang gehen, aber gestern beim Spielen war das anders. So. Oh nein. Raketen. Du kannst sie mit X smashen. So, ab jetzt kann man das Spiel beginnen zu hassen. Weil alles hier vor war leicht. Ah, die Musik ist cool und es macht eigentlich auch Spaß, wenn man eine Jump-and-Run-Herausforderung sucht. Bye! So. Geh nicht da runter, Mann. Oh, verdammt. Verdammt. Wow, dümmer hätte ich es nicht machen können. Aber der Stern gilt als eingesammelt, wenn ich ihn bis zum nächsten Checkpoint bringe. Von daher passt das. Ja, das ist eine dünne Stelle. Okay. Ach, verdammt. Bin ich denn gestern gescheiter lang gekommen? Nein. Hä? Mann, was hab ich denn gestern da gemacht? Okay, schnell hoch. Ja, super. Okay, passt. Checkpoint. Huh.
Und jawohl. Hier ist irgendwie eine geringere Schwerkraft. So, das sind wir doch böse Laser. Oh verdammt. So, die Aufnahme läuft immer noch, das ist schön. Oh yeah. Scheiße, das darf ich ja nicht berühren, stimmt. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch jetzt gleich schon die Aufnahme beenden, da ich mir vorstellen kann, dass so eine hohe FPS-Zahl meinen Speicher sehr schnell füllt. Oh verdammt. Verschwende keine Zeit. Oh verdammt. Okay, jetzt schnell. Nein, verdammt, ich hätte nochmal stampfen sollen. Ja, jetzt bin ich weit genug entfernt. Hier können sie mir eh nicht mehr folgen. Huch. Okay. So, jetzt sind wir zu der Stelle angekommen, bei der ich gestern aufgegeben habe. Das ist schön. Denn das hier werde ich höchstwahrscheinlich auch nicht schaffen, es sei denn, ich bin einfach nur der Beste. Deshalb würde ich sagen, wenn ich das hier ein wenig probiert und nicht geschafft... Oh mein Gott. Wenn ich das hier ein wenig probiert und nicht geschafft habe, dann werde ich auch den Part beenden und vielleicht, wenn ich mal weitergekommen bin, werde ich dann den ersten Boss als zweites wieder präsentieren. Dieses Spiel. Schon irgendwie so ein bisschen hilflos gerade. Das ist voll doof. Ich weiß nicht, wie ich das damals gemacht habe. Es gibt auf jeden Fall einige Stellen, an denen ich damals sehr, sehr lange gesessen habe. Verdammt. Ich habe eine Idee. Oh, oh nein. Was habe ich getan? Ich sterbe gleich. Wetten. Verdammt. Da hinten ist schon das Ziel. Da hinten, wo ihr nochmal diese zwei Teile hier gesehen habt, muss man nur noch hochspringen und da ist dann der andere Warp-Punkt. Oh, nee. Nein. Ach, verdammt. Boah, das ist aber echt übertrieben hier. Also, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung an alle, die gerne sowas Challenge-mäßiges machen. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sind gar nicht mehr so viele. Ha! Nein. Ja, ein paar Mal nur noch und dann... Man darf es auch nicht zu viele werden lassen. Boah, das war jetzt so ein guter Versuch da hinten. Jetzt hat man dieses Warp-Teil schon eindeutig gesehen. Man muss versuchen, ganz schnell viele von denen kaputt zu kriegen. Das ist der Schlüssel. Ach, verdammt. Ich möchte natürlich auch gerne schon mal den Stern mitnehmen, wenn ich einmal hier bin. Und so viel schlimmer ist es eh nicht, weil ich eh Zeit habe. Obwohl. Ach verdammt. Weil vorhin war es ja so, dass ich den Screen schneller nach vorne getrieben habe. Also das heißt, die wollen schon, dass ich hier warte. Ja. Ich spiele das Spiel übrigens mit Tastatur. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Controller auch sehr schön geht.
FPS-Zahl, die flackert darum aber auch rum. Immer zwischen 90 und 140. Wehe, das Video wird groß. Egal, ich lade es schon hoch. Ich überlege auch, es ist jetzt gerade Samstag, also das heißt, es sind wir alle hier im Haus. Es ist eben schon wer hier lang gegangen. Ich weiß nicht, ob man die Tür knarzen hören hat. Und, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Nein! Mann! Und ich habe nicht diese Woche Mittwoch, sondern letzte Woche Mittwoch, wo wir noch Ferien hatten, ein Minecraft-Video nicht hochgeladen, sondern produziert. Oh, das ist ein richtig guter Run. Das ist ein Witz, das ist ein Witz. Und ich habe vor, das ist jetzt vielleicht die Tage mal hochzuladen, weil ich wollte jetzt eigentlich auch erstmal eine Pause machen, weil ich noch überlegen möchte, welches Projekt ich jetzt nächstes spiele. Ich habe das Gefühl, so laut wie die Musik hier gerade ist, dass ich definitiv nicht zu hören bin vor mir. Ja, und weil ich dieses halt einmal gerendert habe und es immer noch über einen Gigabyte groß war, habe ich es einfach nochmal gerendert und dadurch ist die Qualität runtergegangen. Und ja, ich denke mal, es ist so im 360 bis 480p Bereich, ist es aber trotzdem noch ansehbar. Und deshalb werde ich es einfach mal hochladen, weil halt sich ereignet hat, dass man seinen Minecraft-Namen ändern kann und das ja bei mir ausschlaggebend dafür ist, dass ich auch was mit Minecraft auf meinem Kanal machen kann. Los, komm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ha! Laufen. Einfach nur laufen. Es ist passiert. Es ist passiert. Ja. Oh mein Gott, war das fies. Okay, dann machen wir noch ganz kurz weiter, weil ich jetzt selber wieder gespannt bin, was noch so kommt. Verdammt. Sind schneller auf einmal, oder? Oh, la, la. Oh, yeah. Oh, la, la. Das muss ich mir nicht antun. Oh mein Gott, Checkpoint, Checkpoint. Ah! Super! The Pope has gone insane? Dr. Bean mind controlled? Was? Or been mind controlled? Anyway, he wants to kill you. Das hört sich nicht so schön an. Oh, jetzt kommt ein Side-Scroll-Part. Guess you'll have to murder him? Oh well. Verdammt. Oh, ich glaube, da oben ist er sogar. Dann kann es sein, dass jetzt gleich sogar schon der erste Boss kommt. Howdy. I'm the Pope. And I'm gonna fuck you up. Okay, cool. Pope-tastic. Achso, Pope-tastic. Ja, Poop passt wohl besser. Ja, ich glaube, das ist der erste Bosskampf. Ja, wir nehmen schon ziemlich lange auf, schon fast 20 Minuten, oh mein Gott. Dann würde ich sagen, falls ihr den ersten Bosskampf auch noch sehen wollt, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein. Dann, also, wie bereits erwähnt, es wird kein Let's Play, es wird definitiv zu schwer, dass ich das alles schaffen kann. Von daher, falls es euch gefallen hat und falls ihr meint, sowas auf meinem Kanal zu sehen, ist auch ganz lustig, dann, ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein und bis bald.